Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, Patrick, am Ende war es ja doch noch relativ knapp geworden. Was sagst du zu dem Spiel heute? Ja, nach einer langen Saison, wo wir viele Spiele hatten, auch in kürzester Zeit, glaube ich, war es einfach wichtig, dass wir das Ergebnis holen, den Pokal gewinnen. Ich glaube, das war auf jeden Fall das wichtigste Ziel. Das haben wir heute geschafft. Ich glaube, die Art und Weise in der ersten Halbzeit war okay. Wir hätten vielleicht das erste früher machen können, müssen. Die Spielweise in der zweiten Halbzeit, ich glaube, war jetzt nicht unser bestes Spiel, aber ich glaube, es war heute auch egal. Ja, war in Ordnung, war auch letztlich ein verdienter Sieg. Wie würdest du denn insgesamt deine Saison jetzt, die erste hier für den ersten FC Saarbrücken, bewerten? Ja, ich glaube, Luft nach oben ist immer. Ich bin ehrgeizig, ich will mich verbessern. Ich will auch die Ziele des Vereins erreichen und dann muss ich mich natürlich auch verbessern. Und ja, wir wollen nächste Saison wieder angreifen und dann heißt das auch für mich, dass ich noch mehr gebe, noch mehr der Mannschaft helfen muss und will und dann hoffentlich können wir unsere Ziele erreichen. Ja, Luca, was oder wer wird dir denn besonders in Erinnerung bleiben hier aus Saarbrücken, wenn du jetzt nach Heidenheim gehst? Ich glaube alles, also alles so ein bisschen. Ich glaube, dass ich unfassbar viel hier in der Zeit kennengelernt habe. Kennenlernen durfte. Ich glaube, viele Fans, viele neue Mitspieler. Ich glaube, das werde ich schon ein bisschen vermissen, aber so ist es im Fußball, dass es immer Abschiede gibt. Das ist jetzt halt bei mir der Fall. Ich glaube, jetzt in den nächsten freien Tagen werde ich das Ganze auch erstmal ein bisschen Revue passieren lassen, nochmal alles im Kopf durchgehen und dann freue ich mich auch extrem auf die neue Aufgabe. Knapp am Ende, ne? Aber wie würden Sie das ganze Spiel so bewerten, aus Ihrer Sicht? Ja, am Anfang waren wir ein bisschen ängstlich ins Spiel gekommen. Nach dem 1-0 haben wir dann angefangen, Fußball zu spielen. Dann das 1-1 verdient, dann wieder ein bisschen, was die ganze Runde auch so durchzieht, ein bisschen geschlafen hin und wieder, Ball nicht wegbekommen mit 2-1. In der zweiten Halbzeit war Saarbrücken stehend K.O. Wie gesagt, wir hatten vier große Chancen. Eine muss man irgendwann dann auch mal machen und haben wir nicht gemacht und haben halt leider verloren. Ja. Aber wie gesagt, Fazit, schöner Saisonabschluss und jetzt geht es in die Planungen für die neue Saison. Ja, da haben Sie ja schon einiges getätigt. Ja. Was steht denn in Kürze an? Können Sie schon ein bisschen einen Ausblick geben? Also, wir werden uns punktuell, genauso wie wir es zuletzt gesagt haben, verstärken. Wir werden der Abwehr, werden wir noch ein, zwei Leute mit Sicherheit verpflichten. Ich glaube, auch im Sturm müssen wir noch was machen, denn Phil Harris ist nicht zu halten. Wie gesagt, da rufen einige Ligen oben drüber und er ist nicht zu halten. Deshalb müssen wir auch da gerade in der Sturmspitze noch ein bisschen was tun. Aber nichtsdestotrotz, es werden 5, 6, vielleicht 7 Spieler neu kommen. Und wie gesagt, punktuell dort, wo es jetzt ein bisschen gefehlt hat. Aber auch heute haben wir ja relativ gut gestanden in der Abwehr. Ja, ein, zwei individuelle Fehler, was immer mal passiert im Spiel. Sonst würde ja kein Tore fallen. Nein, ja? Hey, natürlich nicht. Ja. Und die Zielrichtung ist ganz klar Aufstieg in die dritte Liga? Ganz klar. Wir haben gesagt, das wird halt kein kurzfristiges. Das haben wir im letzten Jahr schon gesagt, dass wir aufsteigen wollen. Auch jetzt, wie gesagt, ist ganz klar, wir wollen aufsteigen und wir werden alles dafür tun, dass wir das Ziel dann auch mal erreichen.